Herzlich willkommen heute wieder unser Global Goals Podcast des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Und bei mir darf ich begrüßen Christina Wilfinger. Sie ist Geschäftsführerin von SAP Österreich, eine Powerfrau in der Technik. Danke, Christina, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Christina, du bist in vielen Funktionen unterwegs gewesen und warst dann gleich mehrmals bei SAP, bis du jetzt zurückgegangen bist und Geschäftsführerin geworden bist. Erzähl einmal über deinen Werdegang. So Frau im technischen Bereich ist ja immer noch was eher Außergewöhnliches in Österreich. Leider, ja. Erzähl mal, wie es bei dir dazu gekommen ist. Ja, ich musste ein bisschen zurückgreifen, nämlich so der wirkliche Scheideweg der Technik war bei mir mit 14. Und ich sage auch immer in diversen Vorstellungsrunden, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Die eine Seite ist sehr analytisch, technisch, faktisch und die andere ist so der kreative Part. Bei mir eher musisch ausgeprägt, sicherlich auch geprägt durchs Elternhaus. Und bei mir war dann so die Entscheidung mit 14, bin das dritte Kind, das jüngste Kind, und da kriegt man natürlich ein bisschen was mit von den Geschwistern, die beide ja klassische gymnasiale Ausbildung und dann ein Studium gemacht haben. Naja, was mache ich jetzt? Und dann war so die Überlegung, Musik studieren in Richtung Jazz, Tontechnik zu gehen, also das war schon ein bisschen da. So, der Wunsch war da, die Next Candy Dalfa zu werden. Wie man sieht, das ist mir nicht gelungen. und dann war so entweder HTL oder Musikgymnasium. Ich weiß, aber das HTL war jetzt nicht so damals normal, dass man jetzt gesagt hat, da gehen die Mädels in die HTL. Es ist schon, also wir waren damals absolute Ausnahme. Ich meine, ich hatte dann schon ein gewisses, andersrum, ich hatte immer ein sehr großes Interesse an Mathematik. Das hat sich sicherlich auch schon in der Grundschule gezeigt. Und gerade so dann Anfang der 90er Jahre, wo so die ersten PCs, der Übergang von den Commodore, von den Spielkonsolen, also das war für mich schon irgendwo da, ich möchte wissen, wie das Zeug funktioniert. Und da hat dann eines das andere ergeben. Und war das bei dir auch familiär geprägt, von Elternhaus? Die Technik Vater jetzt oder eigentlich nicht, wie gesagt, der Vater ist Musiker, also das kommt eh. Und also meine Mama kommt eher aus der analytischen Ecke, also aus der Controlling-Buchhaltung-Ecke. Aber das Interesse für Mathematik, für Zahlen, für Logik, wie funktioniert irgendetwas, also wie kann man etwas auseinandernehmen, was passiert da dahinter, das war schon da. Und ja, habe mich dann eben dafür entschieden und bereue es auf keinen Fall. Und dann der Weg auf die TU quasi. Ja, ich glaube, das ist, wenn man sich für eine berufsbildende Schule entscheidet, ist dann auch der Weg irgendwo schon ein bisschen geebnet. Also gerade wenn ich jetzt so vergleiche, wir hatten Matura-Treffen, es sind irgendwie alle in einem ähnlichen Bereich gelandet. Also da wird schon eine gewisse Prägung mitgegeben. Gerade in meinem Fall, ich habe mit 14 programmieren gelernt oder mit 15. Also das macht schon etwas. Und ja, habe mich dann auch dafür entschieden, den Weg weiter zu verfolgen. Dann an der Technischen Universität in Wien studiert, aber schon mit einem klaren Ausblick auf was Wirtschaftliches dazu zu machen. Und das war mir auch wichtig, auch immer die wirtschaftliche Komponente dazu zu beleuchten, und weil das habe ich dann schon gemerkt im Studium, also wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, so theoretische Informatik 2, das habe ich dann gemerkt, oder so genau wollte ich es dann doch nicht wissen, da wollte ich dann auch eher wissen, wie ich es kommerziell verwerten kann, und ja, das hat dann den Weg geebnet. Du bist selber, hast du gesagt, ein großer Fan von berufsbildenden Schulen, was ist das, was dir jetzt daran am meisten irgendwo gegeben hat, für dich mitgegeben hat auf deinen Weg? Ja, ich meine, ich kann jetzt natürlich nur aus der eigenen Erfahrung wirklich sprechen oder auch aus vielen, vielen anderen Gesprächen jetzt mit diversen Kolleginnen und Kollegen oder auch Wegbegleitern. Was mich schon geprägt hat ist, und das erzähle ich auch immer so in diversen Kundengesprächen oder wenn wir mit Partnerfirmen auch durchaus kontroversielle Diskussionen haben, ein Zugang zum Projektmanagement, und das war für mich sehr prägend. Ich werde es nie vergessen, einer meiner Professoren, da war ich 15 oder 16, wie man ein Projekt aufsetzt, das prägt schon. Und ich meine, das war jemand, der ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat mit über 500 Mitarbeitern, damals in der IT-Branche in Österreich, noch sehr zu Beginn. Das ist schon etwas, was ich heute noch zurückdenke an so gewisse Regeln oder Statements. Und deshalb, ich glaube, man kann es nicht über den Kamm scheren, so wie man nichts generalisieren kann, aber aber so ein gewisses Role Model auch, wo man sieht, da kommt. Und da hat man sich auch Vorbilder mitbekommen, und das, was wir jetzt auch vorher geplaudert haben, ich glaube, die Begeisterung für, und Gott sei Dank passiert da jetzt schon sehr, sehr viel in Österreich, oder passiert endlich etwas, Begeisterung für MINT-Fächer, und das trifft nicht nur Mädchen und Frauen, sondern ist ein generelles Thema. Und ich glaube, das muss man einfach angreifbar machen. Und das die Art und Weise der Darbietung, und das nicht theoretisch ist, sondern dass da auch wirklich etwas dahinter steckt, sonst wird unsere Welt nicht funktionieren und wird auch der österreichische Wirtschaft nicht funktionieren, weil wenn ich mir anschaue, wie viele tolle, wirklich Pionierunternehmen wir haben, egal ob das jetzt KMUs sind oder aber auch größere Mittelständler, die
Unicorns sehen, die Weltmarktführer sind in bestimmten Bereichen, weil sie Erfindungen, weil sie Technologien, weil sie Dinge erschaffen haben. Ja, und die Basis dahinter ist Physik, Mathematik, Chemie, Werkstofftechnik. Und daran sollte man halt früher Freude haben. Absolut, absolut. Ja. Das hängt sich auch damit zusammen, dass man es anders präsentieren sollte. Genau, absolut. Ja. Ich bin auch eine, die sich dafür leider nie so begeistern konnte. Christina, für dich ist eine der ganz großen Leidenschaften oder ein Antrieb Digitalisierung, Innovation. Mhm. Also Innovation nicht nur für SAP, für euer Unternehmen, sondern auch generell, wo kann man wie kann überhaupt Innovation generiert werden? Mhm. Ist das etwas, wo ich sage, da kann ich klare Regeln, ich sage, wir brauchen jetzt eine Innovationsabteilung, das ist oft super, das wird dann ausgelagert. Funktioniert dann oft nicht. Ja. Wie ist da dein Zugang? Ja, ich glaube, da gibt es kein Grundrezept und das macht es so schwierig, es auch wieder angreifbar zu machen und irgendein Regelwerk zu befolgen. Aber das absolut Spannende an meiner Aufgabe, an meinem Alltag ist, dass ich da österreichische Unternehmen begleiten darf. Und das ist quer über alle Branchen. Das fängt im öffentlichen Sektor an. Das ist, wie gesagt, sehr stark im Mittelstand, aber auch natürlich die großen ATX-Unternehmen. Und was schon ein roter Faden ist, du brauchst, und das ist immer so eine Drittelparität, die man herstellen kann, es braucht auf alle Fälle einen großen Innovationsmotor aus dem Management. Mhm. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Ich sage nicht, dass das alleine ausreicht, aber ohne dem geht es nicht. Also das heißt, man braucht das Backup, man braucht das Verständnis von einem Vorstand, von einem Eigentümer, wie auch immer, dass ich jetzt etwas tun muss. Also er sollte sich nicht seine Mails ausdrucken lassen. Zum Beispiel, ja. Also ich glaube, da muss schon sehr viel Verständnis da sein, weil ansonsten werden diverse Digitalisierungs- oder Innovationsvorhaben einfach scheitern. Das ist einmal so eine Grundregel. Das Zweite ist, ich brauche, und das ist jetzt gar nicht auf bestimmte Abteilungen eingegrenzt, ich brauche Mitstreiter, ich brauche Botschafter im Unternehmen. Mhm. Und das kann durchaus jetzt auch aus einem sehr operativen Bereich sein, aber die dann auch wirklich gewisse PR-Aktivitäten im Unternehmen übernehmen und sagen, hey, das ist super, das ist cool, das möchte ich machen, das ist spannend, das bringt mir was. Und das ist oft diese informelle Kommunikation. Man kann natürlich die besten internen PR-Instrumente nutzen, aber oft ist das zwischen den Zeilen, dass ich sage, ich kann Begeisterung erzeugen für Dinge. Weil, und das ist auch ein Fakt, der Mensch ist grundsätzlich einmal veränderungsresistent. Mhm. Wir sind sicherheitsorientiert und gerade, ich sage jetzt einmal, in Zentraleuropa noch ein bisschen mehr. Also gerade im Dachraum sehen wir hier durchaus eine gewisse verhaltene Einstellung gegenüber Änderungen und gegenüber innovativen Themen. Und da braucht es halt einfach auch jemand, der diese Botschaften rausträgt. Und da muss man sich gerade in so Organisationseinheiten immer so punktuell Leute suchen, die dann auch diese Begeisterung mittragen. Weil, und dann sind wir beim letzten Drittel, man hat immer die, die dann mit den Armen verschränkt da sitzen und sagen, ich habe schon gleich gewusst, das funktioniert nicht, das habe ich mir schon immer gedacht. Also und dieses Drittel muss man, und das klingt jetzt sehr hart, neutralisieren. Mhm. Weil wenn die zu stark Überhand gewinnen, dann bringt das gesamte Top-Management nichts. Also, aber es ist so, wir haben schon Projekte scheitern gesehen, Vorhaben scheitern gesehen, wo vom Vorstand bis zum gesamten mittleren Management alle dahinter gestanden sind. Nur wenn es dann bottom-up genug Gegenwind gibt, funktioniert es nicht, weil irgendjemand muss es umsetzen, muss es in die Organisation tragen. Und das ist, glaube ich, das Spannende, egal wie groß ein Unternehmen oder wie eine Organisation ist, ich brauche so diese, ich muss die negativen Impact so gut wie möglich neutralisieren. Ich brauche die Botschaft im Unternehmen und ich brauche das Top-Management dabei. Mhm. Wo siehst du jetzt so die größten Entwicklungen im Moment, so die Metathemen, wo du sagst, wo transformiert sich gerade viel, wo ist Innovation hautnah spürbar im technischen Bereich? Ja, ich glaube, es sind im Prinzip 8 große Bereiche, die für mich so ein bisschen ineinander hängen. Und dahinter steckt viel Technologie. Ich versuche es jetzt ein bisschen generischer. Das eine ist, dass sich, glaube ich, unsere Wirtschaft komplett gerade verändert in eine konsumorientierte Branche. Also früher haben wir produziert, klassische Unternehmen haben wir produziert und das haben eine Ware verkauft und dann wurde die Ware im besten Fall weggeworfen, sehr vereinfacht gesprochen. Und wenn man jetzt im privaten Bereich denkt, wir gehen in ein consumption-orientiertes Modell über, ob das jetzt in der Automobilbranche ist. 20-, 25-Jährige denken heute nicht mehr drüber nach, sein Auto zu kaufen. Es wird in Richtung Mietmodellen bei Smartphones gehen. Also dieses, ich besitze nicht mehr, sondern ich konsumiere, das wird den gesamten Wirtschaftsmotor verändern. Dann auch alles, was das Thema Lieferantennetzwerke betrifft, ich meine, was wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, es reicht ein Container im Suezkanal und wie gesagt, ich habe überhaupt keine Transparenz mehr, es kommt zu Lieferengpässen, es kommt zu Verzögerungen, es kommt zu unglaublichen Explosionen von Energiekosten. Also da gibt es so viele Faktoren, die damit hineinspielen. Und was sicherlich auch, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt über alle im Detail sprechen würde. Wo wir auch natürlich sehr viel sehen, ist, dass sich
neben dem Finanzmarkt, wo sich sehr, sehr viel auch von der Regulatorik verändert hat. Früher war es ganz klassisch, ein Finanzunternehmen, eine Bank oder Versicherung ist reguliert gewesen. Wenn man sich heute anschaut, wie man zu Kapital kommt oder wie Risiko bewertet wird mit den Fintechs, ist ein ganz anderer Zugang. Auch das Thema Gesundheit, Arbeitskräfte spielt da sehr stark hinein, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen das jetzt, gerade ich sage mit unseren Breitengraden, über 60 sind. Wie ändert sich das Konsumverhalten, wie ändert sich das Wirtschaftsverhalten, wie gibt es da neue Geschäftsmodelle, gerade bei Gesundheitsvorsorge etc. Also da wird sich sehr, sehr viel tun. Und die Technologie dahinter ist natürlich ganz klassisch geprägt von, ja, ich habe absolute Datenmenge zur Verfügung. Ja. Und mit KI-Technologie, die jetzt nicht neu ist, sondern nur, und das passt zu dem, was wir vorher gesagt haben, ich meine, ChatGPT hat es angreifbar gemacht für eine breite Masse. Aber KI-Technologie ist am Ende des Tages nichts anderes wie mathematische Regeln, die es seit den 60er Jahren gibt. Also auch das ist nicht neu. Warum jetzt dieser Boom, deiner Meinung nach? Warum jetzt? Weil es möglich ist und weil es auch für die breite Masse zugänglich ist. Weil es eine Technologie ist, die nicht nur mehr für Spezialfälle im Einsatz ist, so wie vielleicht in der sehr hochtechnologisierten Medizin ist, wie mit Robotik etc., Operationen, die bereits ferngesteuert, das ist alles nichts mehr Neues, das gibt es seit 10, 15 Jahren. Aber das sind halt sehr Spezialbereiche und Nischen gewesen. Und jedes Mal, das überrascht mich dann auch immer mit diversen Gesprächen, man sagt, naja, Sie verwenden künstliche Intelligenz tagtäglich. Na, ich nicht. Sobald jemand von uns ein Smartphone in die Hand nimmt, ist wahnsinnig viel KI schon in der tagtäglichen Arbeit, egal ob ich es jetzt nur im beruflichen Kontext oder im privaten Bereich nutze. Und ich glaube, das hat halt einfach auch die Möglichkeiten gezeigt, wie man nicht nur den privaten Arbeitsalltag, sondern auch den Arbeitsalltag oder Wirtschaftsprozesse viel mehr optimieren kann. Wo siehst du für dich jetzt die größten Potenziale der künstlichen Intelligenz? Ja, wenn ich mir jetzt ein klassisches Unternehmen anschaue, also es gibt jetzt den privaten Zugang und den beruflichen Zugang, aber wenn ich meinen Unternehmensbereich quer über die Abteilung, über die Prozesse, ob das jetzt in der Supply Chain ist, ob das jetzt in der Buchhaltung ist, ob das in der Personalabteilung ist, es gibt unglaublich viele fehleranfällige, repetitive Tätigkeiten. Und das nicht, weil die Personen dahinter nicht können, nicht wollen oder nicht gut ausgebildet sind, sondern weil einfach die Komplexität groß geworden ist. Ich habe unterschiedliche Systeme, Datentöpfe, 1000 Strömungen, Tasks, die auf mich einprägen. Wenn ich mir allein den Recruiting-Prozess von Unternehmen anschaue, wie sehr das hier KI personalisierte Vorschläge machen könnte oder mit Kandidaten ganz anders in die Ansprache gehen kann. Ich glaube, es gibt genügend Umfragen von gerade von Personalforschern, die sagen, 80% der Bewerber kriegen überhaupt kein Feedback. Also das in der heutigen Zeit, wo so viel, da brauche ich noch gar keine KI dazu, das ist Automatisierung. Also ich glaube, da ist so viel Potenzial da, wo ich sage, wo wir das Zusammenleben, auch das wirtschaftliche Zusammenleben optimieren und vereinfachen könnten, wo es nicht automatisch sofort wieder heißt, die Keule kommt mit, oh mein Gott, da fallen jetzt wieder so viele Arbeitsplätze weg. Ja, Arbeitsplätze werden sich verändern, definitiv, und es werden auch bestimmte Tätigkeiten wegfallen und automatisiert werden. Davon bin ich fest davon überzeugt. Nur es werden sich dadurch auch ganz, 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 ganz viele neue Tätigkeiten ergeben. Und das, glaube ich, ist das Spannende, wo wir uns gerade befinden. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass jetzt sehr breitenwirksam Themen wie ChatGPT mittlerweile auch die Bevölkerung querbeet erreicht haben, weil sie es angreifbar machen. Natürlich, ja. Und das, glaube ich, ist immer das Wichtigste. Es muss angreifbar sein, dann kann ich es verstehen, dann habe ich auch nicht so viel Angst oder Sorge davor, wenn ich es selbst verwenden kann. Ich glaube, das ist das Wichtige bei Technologie. Es muss angreifbar sein. Und wenn ich jetzt an meinen Alltag denke, ich könnte ohne Sprach in Textverwandlung wahrscheinlich meine 24 Stunden nicht mehr ganz unterbringen, weil ich einfach sehr viel Optimierungsaufwand gesehen habe, indem dass ich viele Dinge oder ich sage jetzt wirklich Befehle, E-Mails diktiere. Das ist für mich unglaubliche Zeitersparnis. Oder aber auch klassische Genehmigungsprozesse, wo man früher wahrscheinlich durch 3 Bürotüren gelaufen ist, oder ganz ein simples Beispiel wie elektronische Signaturen. Ja. Also das sind so vermeintlich Kleinigkeiten, die aber unglaublichen Impact haben. Und wenn ich mir jetzt anschaue mit Generative AI, wie teilweise auch, ich glaube letzte Woche waren die Medientage und gerade Journalisten und alles aus dieser Branche sind da immer sehr, sehr sensibel. Ich glaube, da gibt es unglaublich viel positives Potenzial, damit man kann den Arbeitsalltag dadurch erleichtern. Ja. Und ich glaube, man APA Pressemeldungen, Reuters-Meldungen, das schreibt ja heutzutage keiner mehr. Das sind ja teilweise Standardtexte oder Wirtschaftsnachrichten, wo ich jetzt nicht die besonderen Schreibstil oder die Kreativität brauche. Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, schon ein... Jetzt ist Österreich schon traditionell meistens etwas skeptischer oder beginnt jetzt nicht gleich alles zu nutzen. Wo siehst du denn wirklich auch Risiken der KI? Wo siehst du jetzt wirklich auch
Bereiche, wo man wirklich aufpassen muss, wie man damit umgeht? Ja, ich glaube, der ethische Bereich ist ein ganz wesentlicher. Dadurch, dass das hier, und da gibt es wie gesagt mehrere Negativbeispiele auch schon, wir als SAP versuchen da gemeinsam mit der Europäischen Union an diesen Ethikstandards zu arbeiten, um die auch wirklich festzulegen, dass wir sagen, KI-Technologie und wir sind ein europäisches Softwarehaus, bedarf auch gewisser ethischer Grundsätze. Und diese ethischen Grundsätze ist auch ein Regelwerk, wo wir jetzt sagen würden, wahrscheinlich aus einem gewissen Bauchgefühl oder anerlernt, nona, aber für ein mathematisches Regelwerk muss diese Regel ja irgendwo definiert werden. Und das, glaube ich, ist auch das Wichtige, dass das, so wie in vielen anderen Bereichen, dass wir da auch insbesondere als Europa eine Vorreiterrolle annehmen, dass gewisse KI dann auch bewusst verboten wird, wenn sie einem gewissen ethischen Standard entspricht. Und da sehe ich schon noch ein ziemliches Spannungsfeld, weil natürlich, ich meine, wir leben in einer global vernetzten Welt. Mhm. Man hat es gesehen, dass wir in vielen anderen Bereichen mit europäischen Richtlinien Standards setzen können, was gut ist. Aber ich glaube, das ist sicherlich noch ein Graubereich, wo auch ein gewisses Kontrollsystem noch fehlt. Und das ist sicher auch ein Fragezeichen. Nicht alles tun, was möglich wäre, sondern überlegen, was will man eigentlich. Genau. Und jetzt dann vielleicht gleich zum nächsten Punkt, Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Wie kann Österreich oder wie kann Europa, das hier natürlich nach ganz anderen Standards in allem, auch im Nachhaltigkeitsbereich und so vorgeht, dann überhaupt wettbewerbsfähig sein gegenüber, ich sage jetzt mal typischerweise Asien, wo diese Standards sicher andere sind? Ja. Ich glaube, und das ist wahrscheinlich so der schmale Grat, in dem wir uns befinden. Auf der einen Seite ist es wichtig, Standards und Regulatorik zu haben, aber, und das ist das, was ich auch immer wieder kritisiere, wir verstecken uns dann auch oft hinter der Regulatorik. Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil wir uns da gewisse Dinge, wir bremsen uns dadurch. Also wir schieben vorher in irgendeiner Form ein Regelwerk oder Richtlinien vor, bevor wir Dinge ausprobieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, in dem wir uns befinden. Mhm. Wir müssen Dinge einfach ausprobieren und anhand des Ausprobierens können wir dann diese Standards und Regeln festhalten. Aber wenn ich noch nichts ausprobiert habe, dann kann ich es ja gar nicht beurteilen. Und das kritisiere ich oft an einer sehr... Ich sage jetzt mal im Dachraum, und damit ist es nicht nur Österreich, sondern bin natürlich jetzt auch mit meinen Schweizer und deutschen Kollegen in sehr intensivem Austausch. Wenn du das jetzt vergleichst, teilweise auch mit Südeuropa, auch mit den osteuropäischen Ländern, gerade ich meine, die Nordics preschen in vielerlei Hinsicht immer vor, wenn es gerade um technologische Innovation geht. Aber da verstecken wir uns dann oft gern hinter Regeln, ohne dass wir es ausprobieren. Und ich glaube, das ist das, was wir uns auch als Wirtschaftsstandard hinter die Ohren schreiben sollten, lieber mal ausprobieren und dann die Regeln zu bauen, weil dann kann ich sagen, passt das Regelwerk oder passt es nicht. Aber wir machen halt zuerst die Regeln, bevor wir überhaupt einmal vorpreschen. Und das, glaube ich, ist sehr schade. Und da, weil, wie gesagt, noch einmal, wir haben ganz, ganz tolle Unternehmen in Österreich, die wirklich am Weltmarkt mit Ideen, mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen Vorreiterrollen übernehmen. Und da brauchen wir uns nicht verstecken. Und diesen Mut sollten wir auch beibehalten. Wenn man immer zuerst die Regulatorik vorschieben, dann wird es schwierig werden. Ihr habt ja bei SAP auch so den Fokus, die Unternehmen, also eure Kunden, wettbewerbsfähiger zu machen. Wie konkret kann man sich das jetzt vorstellen? Was ist da? Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt unseren Rahmen sprengen, aber dadurch, dass wir der größte, und in Europa sind wir der größte Hersteller von Business-Software sind, ich möchte nur eine Zahl mitgeben, zwischen 70% und 80% des globalen BIPs läuft in irgendeiner Form über ein SAP-System. Wahnsinn. Also ich glaube, die Zahl sagt schon wahnsinnig viel aus, ohne dass ich jetzt in ein Detail gehe. Das heißt, viele Unternehmen würden ohne unsere Software, ohne unsere Tools, ohne unsere Technologie nicht produzieren, nicht liefern können, nicht ihre Kunden ansprechen können, ihr Personal nicht abrechnen können. Also ich glaube, das ist auch eine große Verantwortung, die wir hier haben. Und deshalb ist für uns auch der Zugang zu dem KI-Thema jetzt nicht, es gibt jetzt die eine KI und die neue KI, sondern wir versuchen einfach in den Business-Prozessen KI-Methoden einzubauen und das noch zu optimieren, schneller zu machen, besser zu machen, mehr Transparenz aufzuzeigen, um so unsere Kunden wieder schneller und besser und wettbewerbsfähiger zu tun. Und das ist halt, gerade wir sind in nahezu allen Branchen unterwegs. Es gibt bei uns fast keine Branche, die wir nicht bedienen. Teilweise natürlich Nischenbereiche auch. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr vielfältig und sehr umfangreich. Und deshalb finde ich auch den österreichischen Markt sehr spannend, weil wir sehr vielfältig aufgestellt sind von sehr großen Unternehmen.
globalen Playern bis hin zu einem sehr, sehr spannenden und Mittelstand. Und war das dann auch der Grund, warum du nach deinen Abstechern in andere Branchen dann wieder zurückgekommen bist? Ja, schon, absolut. Also das war schon, weil es einfach du sprichst, egal mit welcher Branche dass du sprichst, du bist im Herzstück des Unternehmens. Mhm. Und das finde ich also gerade auch mit der österreichischen Verwaltung, jetzt natürlich jetzt gar nicht auf die einzelnen Bereiche, im Gesundheitsbereich, wir haben zum Beispiel im Gesundheitsumfeld eine 93-prozentige Abdeckung über das Thema Patientenmanagement. Mhm. Am österreichischen Markt weiß man jetzt wahrscheinlich auch nicht. Nein, nein. Oder auch der österreichische Bund ist seit über 25 Jahren Kunde der SAP und wir haben gewisse Produkte, also Standardsoftware, auch gemeinsam entwickelt. Ja. Das heißt, da kam auch Input direkt aus den Gesprächen, wo sagen, okay, das ist eine gute Idee, die packen wir jetzt in unseren Standard hinein und liefern dann aber an die große also weite Welt aus. Also eigentlich doch auch was sehr Kreatives, dass sich eben immer anpassen an komplett anderen Bedarf. Eben, und das finde ich auch sehr spannend, weil man lernt natürlich wahnsinnig viel dadurch, dass es... Und wie war das für dich so zu sagen, okay, ich werde jetzt Geschäftsführerin von so einem Unternehmen, also in Österreich gibt es ja wirklich nur ganz, ganz wenige Frauen, die in so einer Position sind. Wie hat sich das, war das sofort ein Ja, mache ich? Oder? Ja, ich meine, es war schon ein Prozess, wie das erste Gespräch gestartet hat, aber ich glaube, man müsste sich schon sehr, sehr gut überlegen, warum so etwas nicht zu tun. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich so durch meine Vita oder durch mein Leben durchzieht. Man muss gern Verantwortung übernehmen und das muss man auch wollen. Und natürlich hört sich das immer sehr spannend und sehr groß an, aber oft sind es die kleinen Dinge, die es dann ausmachen. Und ja, es gehört auch dazu, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Und ja, mein Job ist es nicht immer, everybody's darling zu sein, sondern auch bewusst, um langfristig auch natürlich wirtschaftlich erfolgreich zu sein, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht unpopulär sind. Und das muss man auch wollen. Und das ist natürlich ein Lernprozess, der einem jetzt nicht zufliegt, zumindest mir nicht. Also das hätte man wahrscheinlich jetzt nicht mit 25 oder 30 jetzt noch nicht so zugetraut. Das ist sicherlich auch ein Lernprozess, auch das Thema Delegieren. Bewusst gewisse Dinge nicht zu machen, abzugeben, auszusitzen, einzufordern. Also das sind so Dinge, die... Ja, zu sanktionieren. Ne? Genau, Und das sind halt Dinge, die kommen mit einer gewissen, ich sage jetzt, Lebensberufserfahrung dazu. Und ich glaube, das ist bei mir einfach zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Hattest du irgendwann, weil das sind so ganz oft kommen zu uns in den verschiedenen Netzwerkveranstaltungen junge Frauen und die sagen, wow, habt ihr das oder das erlebt? Hattest du das Gefühl, in deiner beruflichen Laufbahn Nachteile zu haben oder irgendwann einmal wirklich einen Nachteil gehabt zu haben, weil du eine Frau bist? Ich muss gestehen, wenn es so war, dann war es mir nicht bewusst. Ob das jetzt glückliche Fügung war, Schicksal, ich kann es nicht beantworten. Bin sicher jemand, der immer sehr früh schon für meine Einstellung, für meine Ideen aufgestanden ist und dafür auch eingestanden ist. Und deshalb, glaube ich, habe ich auch relativ früh mir die Hand aufgehoben und gesagt, hallo, da bin ich, ich hätte auch noch was zu sagen. Und das ist das, was mir oft auffällt, dass das ist wahrscheinlich auch, es ist ein gesellschaftliches Verhalten und ich glaube, es gibt genug Studien dazu und auch, dass man oft Frauen doppelt und dreifach ermutigen muss. Und ich kenne das jetzt im eigenen Haus, wenn es bei uns geht, Managementjobs nachzubesetzen. Und das Beispiel ist ja schon oft viel zitiert worden. Man muss dann halt oft die Kolleginnen zwei-, dreimal bitten, ein bisschen überreden und oft ein bisschen schubsen und sagen, hey, du kannst das. Und nur weil du das noch nie gemacht hast, der Kollege hat es auch noch nie gemacht und der stellt sich hin und sagt, ich möchte. Also ich glaube, da ist schon noch ein Weg zu gehen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man darüber redet und sagt, das ist keine Rocket Science. Irgendwann einmal hat jeder angefangen, man muss es einfach tun. Und das, was so meine Beobachtung ist, dass man einfach die viele jüngere Frauen, die noch nicht die Erfahrung hat, oft wirklich ein bisschen zum Glück zwingen muss. Das ist so meine Erfahrung. Weil es ist noch niemand vom Himmel gefallen und man kann alles, das meiste lernen. Ein Bereich, der dir wichtig ist oder am Herzen liegt, ist der gesamte Umweltnachhaltigkeitsbereich, also in einer echt ehrlich gemeinten Form. Wie lebst du das im Unternehmen, beziehungsweise wo siehst du da die Potenziale eigentlich auch durch Technologie? Was kann sich da noch tun? Na, ich glaube, das eine ist natürlich die gesetzliche Regulatorik mit den Reporting-Vorschriften, mit den Meldedaten, die jetzt jeden in irgendeiner Form doch sehr nervös macht. Und das sind auch Teile unserer oder meines tagtäglichen Gespräches. Ich glaube, es bringt sehr viel Chance mit und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, zu diesen, wo sehen wir gerade die Trends, die Bewegungen, die durch Technologie auch unterstützt werden können, ist das Thema Kreislaufwirtschaft, wo wir sehr viel mit Technologie machen können. Und auch da, gerade in Österreich, sehr energieintensive Branchen, Verpackungsunternehmen, die sich überlegen, was tun sie denn damit, weil dieses Singuläre, wir
was ich vorhin gesagt habe, wie funktioniert die Weltwirtschaft seit 150 Jahren, seit der industriellen Revolution? Wir bauen Rohstoffe ab, wir nehmen Rohstoffe, wir produzieren etwas daraus und dann schmeißen wir es weg. Jetzt sehr vereinfacht. Mhm. Nur das wird nicht mehr funktionieren. Mhm. Das heißt, aus Produkten wieder Produkte zu machen, und darauf brauche ich Daten, ich brauche Informationen dahinter. Ich muss verstehen, wie schaut der Energiebedarf in jedem einzelnen Schritt einer Produktionskette aus. Mhm. Und das ist auch das, warum da mein Herzblut dafür steckt. Das ist das, was unsere Software macht und kann. Mhm. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was für uns so der Next Big Thing aus der SAP-Perspektive ist, jetzt im Moment, ich meine, das wird jeder Finanzer und jeder Controller im Unternehmen haben. Ich habe auf der einen Seite, wenn ich etwas produziere, das ist immer so ein einfaches Beispiel, irgendwo die Materialseite und ich habe die Kostenseite. Das sind so die beiden Bücher im Unternehmen, die ich dann irgendwann in der Konsolidierung zusammenführen muss. Und unser Next Big Thing, wo es jetzt schon einige Themen gibt oder wo es schon Produkte gibt, Sustainability Control Tower etc., will gar nicht ins Detail gehen, ist der Green Ledger. Das heißt, das ist eigentlich als dritte Dimension in jedem System automatisch mitgetrackt wird, was ist der CO2-Footprint von jedem Material, von jedem Produktionsschritt, von jeder Lieferkette. Mhm. Nur wenn ich die Daten habe, kann ich auch was machen damit. Jetzt habe ich gar nicht die Transparenz darüber. Und daraus, glaube ich, geben sich sehr viele Produktinnovationen wieder, wo ich sage, ich kann wahrscheinlich aus, gerade in der, wie gesagt, in der österreichischen Verpackungsindustrie entstehen da gerade ganz, ganz, ganz viele tolle Ideen, wo ich aus vermeintlichen Abfallprodukten wieder neue Dienstleistungen, Serviceprodukte herstellen kann. Und das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun. Ja. Es ist natürlich auch bei vielen Unternehmen, gerade im mittelständischen Segment, natürlich auch sehr, sehr viel Abwehrhaltung da. Aber es gibt, was soll ich jetzt noch alles? Wie schaffe ich das überhaupt? Bei Großen ist dann vielleicht oft schon mehr Klarheit und Offenheit da, oder man hat eine eigene Innovationsabteilung. Ja. Wie können wir denn das jetzt, dieses Nachhaltigkeitsthema in Europa so implementieren, dass es eben nicht total zum Wettbewerbsnachteil wird? Ja, ich glaube, da fängt es wieder an, das ist genau das Thema. Im Moment steht das Thema ESG, also Nachhaltigkeit, unter dem Thema, ich muss mein Berichtswesen oder ich muss Zahlen abliefern. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Und ich meine, ich habe da jetzt auch nicht die absolute, komplette Idee, wie man es wirklich greifbarer macht. Aber ich glaube, mit so konkreten Beispielen, und die gibt es ja, die auch in die Medienlandschaft, in die breite Bevölkerung zu tragen. Im Moment bleibt es einfach nur hängen mit, oh mein Gott, da kommt was und ich muss am 1.1. reporten, wenn ihr gewiss seid. Also muss mein Berichtswesen so anpassen, dass ich bestimmte Kennzahlen zur Verfügung stellen kann, so wie halt jetzt Finanzkennzahlen. Ja. Und das ist jetzt eine zusätzliche Last und ein Aufwand und eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich die Daten herkriege. Das ist das, was jetzt so als mehr oder weniger breite Information da ist. Und das ist dann schon wieder ein Muss, weil jetzt muss ich was tun und was bringt es mir eigentlich? Ja. Und ohne, dass man was bringt, Und die EU verlangt schon wieder irgendeinen Bericht von mir, eigentlich weiß ich nicht, was ich damit tun soll. Und das, glaube ich, ist genau wieder der falsche Zugang. Es kommt eine Regulatorik zuerst, ohne dass man zuerst einmal überhaupt weiß, wofür. Und das ist aus meiner Sicht wieder der falsche Zugang. Es kommt eine Vorgabe, aber dass die Vorgabe Sinn macht, weil ich vielleicht mit einem konkreten Beispiel zeigen kann, wenn ich das und das und das und das weiß über mein Unternehmen, kann ich das und das tun? Kann ich vielleicht auch das eine oder andere in meiner, ich sage jetzt einmal, meinem Unternehmen ändern? Habe vielleicht gewisse Kosteneinsparungen, kann Ressourcen freischalten, habe 5 Ressourcen, die mir sowieso fehlen, kann ich das optimieren? Also da auch Best-Practice-Beispiele, wo man einfach... Weil die gibt es viel zu wenig. Ich glaube, oft ist es halt auch, wenn man sagt, okay, diese Ziele stehen da, wie ihr sie löst, wir übergeben das der Wirtschaft, wäre oft schöner. Wenn man sucht sich den Weg selbst. Also wenn man sagt, genau so geht es, weil damit tun sich natürlich sehr viele schwer. Ja. Die Frage ist jetzt, vielleicht habt ihr auch für uns Kunden von euch oder so, die wir auch zum Podcast einladen können, wo wirklich auch Lösungen zeigen, wo man sagt, das hat funktioniert. Das sind gute Ideen, die man umsetzen kann. Absolut. Also ich habe gerade einige Beispiele, ohne da jetzt wirklich konkret schon Namen zu nehmen, würden mir da einfallen. Ja, das finde ich toll. Und wir hatten, soll jetzt keine SAP-Eigenwerbung sein, wir hatten aber vor 14 Tagen jetzt unsere größte Kundenveranstaltung in Österreich und wir hatten in der Markthalle 4 unterschiedliche Theater und einer davon war ein reines Sustainability-Thema, wo wir Use Cases gezeigt haben, auch von einem österreichischen Unternehmen aus der, wir sind ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Land, Farm to Consume, also gerade die Landwirtschaft profitiert von, also gerade auch nachhaltige Landwirtschaft ist sicher ein Thema und da geht es jetzt nicht, um jetzt ganz offen zu sagen, dass es überall Biostempel drauf gibt, das ist das, also das wäre zu einfach, sondern wie ich auch wirklich angreifbar, gerade in der Agrarwirtschaft, zeigen kann, wie ich sage jetzt einmal,
Düngemittel optimieren kann, wie ich grundsätzlich mit Fruchtfolge umgehen kann. Da kann Technologie wahnsinnig viel helfen. Ja, ja, das habe ich jetzt auch schon. Ohne dass ich jetzt in eine Überproduktion gehe oder dass ich jetzt wirklich Grund und Boden mehr oder weniger so aussauge, dass nichts mehr da bleibt am Ende des Tages. Ja. Also ich glaube, da gerade was das Thema Nahrungsmittelketten und Ernährung betrifft oder Grundversorgung betrifft. Drohnen, ganz unglaublich toll. Und die Technologie ist ja da. Ja. Und deshalb, da gibt es schon sehr viele Beispiele. Also eigentlich zu zeigen, wo wir sie gut nutzen können und den Menschen dann auch die Angst und den Unternehmen die Angst davor zu nehmen. Weil die Beispiele sind ja da. Ja. Wenn du jetzt noch einmal so deinen Werdegang irgendwie über eine HTL, die sich ja auch prägt natürlich, man muss sich als Mädel wahrscheinlich auch ein bisschen durchboxen und so weiter, und den Weg bis heute, du hast eine kleine Tochter, was würdest du dir wünschen für sie? Was sollte sich in diesem Land verändern? Was hättest du gerne für eine positive Zukunft für sie? Ich bin Grundsatzoptimist, also von dem her glaube ich auch, dass sie eine positive Zukunft hat. Auch wenn im Moment wahrscheinlich durch die, gerade in den letzten Jahren, durch viele, viele Einflüsse, ob das jetzt wie gesagt Pandemie, Krieg, sonst was war, gesamtwirtschaftliche Situation, alle irgendwie so am Negativblase sind. Ich würde mir diesen Grundoptimismus wieder für Europa wünschen. Weil ich glaube, in dem Jammermodus, in dem Oh mein Gott-Modus werden wir es nicht schaffen. Und sie hat sicher wahrscheinlich in der Generation, wo sie jetzt aufwächst, sicherlich einige wenigere Hürden zu nehmen, gerade was das Thema, wie gesagt, als Mädchen mit bestimmten Dingen konfrontiert zu sein. Also davon gehe ich aus, oder das hoffe ich, was vielleicht wir oder unsere Müttergeneration. Oder die Müttergeneration insbesondere, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Und ich hoffe, dass dieser Weg auch so weitergeht, dass man sagt, ich glaube, egal, und das ist uns nur auf der Geschlechterrolle, grundsätzlich sollte man, ich sage jetzt mal, wissbegierigen, neugierigen Menschen einfach viel Chancen mitgeben. Und dieses Chancen und Mut zu sehen, und das wünsche ich mir nicht nur für meine Tochter, insbesondere natürlich für sie, aber dieses positive nach vorn gehen und diese Anpackkultur, und ich habe das erst letzte Woche, glaube ich, in einem Gespräch gesagt, ich war in einem amerikanischen Unternehmen und habe wahnsinnig viel gelernt und super spannend. Aber wenn man eines mitnehmen kann, und dann ist das, und ich war vorher im Februar an der Westküste, ist diese Aufbruchs- und diese Positivmentalität. Und wir wissen auch, in der amerikanischen Wirtschaft funktioniert auch nicht alles so, wie es sein sollte. Aber es ist eine andere Einstellung. Und diese Einstellung würde ich mir wünschen, dass das bei uns ein bisschen breiter wird. Dass dieses Positive, European Dream ein bisschen. Genau, ja, dass das wieder kommt. Weil im Moment ist es so, oh mein Gott, und Schockstarre, und wie können wir, und wir sind ja hinterher, und aber so wirklich. So eh schon alles wurscht. Genau, so, ja, so ungefähr. Der alte Kontinent wartet jetzt einmal drauf, bis links und rechts uns alle um die Ohren fahren. So wird es nicht funktionieren. Ich glaube, man muss einfach aufstellen und probieren und dieses Entrepreneurship wieder ein bisschen mehr, dieses Gestalten wollen nach außen bringen. Und das ist eher das, was ich mir wünsche, dass sie in so eine Zukunft hinein wächst. Und betreffend, sag jetzt mal, Innovationsstandort Österreich, was würdest du dir da noch wünschen? Was soll sich hier bewegen? Boah, ich glaube, das Wichtigste ist, dass jegliche organisatorische oder gesetzliche Hürden, Innovation zu treiben, so weit wie möglich noch weiter abgebaut werden. Weil gewisse Dinge, also gerade das Thema Unternehmertum zu forcieren, will jetzt nicht so politisch werden, aber wir sind ein Land der Mehrfachbesteuerung in vielfacher Hinsicht. Und ich glaube auch das Thema Wettbewerbsfähigkeit, gerade jetzt natürlich spannende Zeiten, ich glaube, es muss auch wieder Leistung etwas wert sein. Und ich glaube, das ist das, was mir auch am Herzen liegt. Es ist diese viel zitierte Work-Life-Balance, und wenn wir selbst haben, wir sind ein Technologiekonzern, wir haben ein Flex-Work-Modell, also sehr, sehr flexibles Arbeitszeitmodell global gesehen, weil am Ende des Tages die Leistung zählt. Und ich glaube, dieses Leistungsbewusstsein, etwas schaffen zu wollen, das glaube ich, würde uns allen gut tun. Für dich war das auch keine, bei dir war das auch kein Thema, dass du gesagt hast, so, ich bin jetzt mal Mama und Unternehmensumfeld absolut in Ordnung so. Absolut in Ordnung so. Also wie gesagt, ich hätte es mir für mich persönlich nicht anders vorstellen können. Ich glaube, meine Tochter profitiert auch sehr davon. Wir haben, wie gesagt, wir haben ein gutes Kinderbetreuungsmodell, ein gutes Netzwerk aufgebaut. Das ist Gott sei Dank jetzt in meiner Situation auch möglich. Deshalb finde ich super, da haben wir in Österreich schon noch einiges zu tun, flächendeckend. Gerade im urbanen Bereich ist es natürlich leichter. Aber jetzt gerade unmittelbar ein Beispiel. Eine Kollegin von mir hat, glaube ich, im Mai ein Baby bekommen und tut sich jetzt eine Managementstelle auf. Oder es hat sich eine Managementstelle aufgetan, und jetzt haben wir sie überredet, im positiven Sinn überredet. Sagt, du, wenn du möchtest, so mit Fade-out, ein bisschen Anlaufmodell. Sie kommt jetzt ab Oktober ein paar Stunden zurück und übernimmt ab Jänner den Job. Und sie hat gesagt, ja, passt, sie hat sich das OBR ein bisschen früher organisiert.
Natürlich, es ist Organisationsaufwand, ich sage nicht, dass es aber nicht... Aber auch ein Empowerment-Job, oder? Den man schon es ist natürlich, also man muss es wollen, aber ich glaube, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, man muss auch den, insbesondere gerade bei Kolleginnen, die jetzt gerade in dieser Familiensituation sind, vielleicht den einen oder anderen Schubser mehr geben oder zweimal, dreimal mehr nachfragen. Und das muss man einfach machen. Ich finde, ich würde es gar nicht werten, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber das ist, glaube ich, da ist, das ist unser Schritt, das sehe ich als meine Verantwortung, da ein bisschen nachzufragen und zu motivieren, zu helfen, zu sagen, wenn jemand absolut nicht möchte, muss man den Wunsch natürlich akzeptieren, aber bis jetzt, gerade in unserem Umfeld, waren eigentlich die ganzen Gespräche sehr erfolgreich und wir haben in Österreich in der Belegschaft ein bisschen über 30%, 35%, das schwankt immer, und in Führungsrollen 50%, und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Schnitt. Sehr gut, dann machen wir so einen kurzen Abschluss, Word-Rap. Du bist Steirerin. Ja. Was ist für dich die Steiermark? Grün. Also grün im Sinne von, das grüne Herz im Sinne von, ich bin jetzt gerade wieder ein Wochenendhaus bezogen und für mich ist das unglaublich schön, wenn ich am nicht immer so viel Chance für Homeoffice, aber gerade wenn ich am Samstag dann rausschaue und ins Grüne schaue. Okay. Für dich so Berg oder lieber See oder Meer? Beides ist schwer zu entscheiden. Das könnte ich mich nicht entscheiden, ja. Das ist schwer zu entscheiden. Lieblingsspeise? Hat sich sehr stark entwickelt. Ich bin schon habe schon ganz gern Fleisch und Steak gegessen, aber gerade was jetzt passt, also die Herbstsaison ist für mich, fängt die Wildsaison an, und wie gesagt, so ein Rehfilet am Teller oder ein Hirschkalb würde ich nicht nein sagen. Obwohl ich mittlerweile meinen Fleischkonsum, muss ich sagen, schon sehr bewusst halte. Wein oder Bier? Wein. Welcher? Solange es nicht so süßes ist, sehr breit gefächert, aber mit so einem Dessert werden geht gar nicht. Alles andere bin ich sehr vielfältig. Also österreichische Qualität. Österreichische Qualität kann vom niederösterreichischen Veltliner bis zum steirischen Sauvignon oder einem guten Glas Muscatella, bin ich überall dabei. Der Wiener Wein muss nicht sein. Oh doch, genau. Habe ich jetzt vergessen, aber das ist so dazwischen auf der Reise. Also auch ein guter Wiener gemischter Satz kommt genauso auf den Teller. Okay. Genau. Super. Christina, danke vielmals fürs Dasein, danke für deinen Input. Das war's heute wieder. Wir sehen uns nächstes Mal. Seid wieder dabei. Vielleicht kommen dann schon ein paar Unternehmen, die tolle technologische Lösungen haben für Zukunftsprobleme, die wir mit diesen Global Goals hier auch präsentieren möchten. Danke vielmals. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.